Ja, moinsen. So, wir sind immer noch bei unserem Anwesen hier, also in der Nähe, da drüben ist es nämlich. Und wir sollen ja jetzt irgendwo. Ach so, nee, wir sollten ja zu Leonardo, ne? Wir haben ja jetzt diese. Nee, wir sollten nicht nach Leonardo, wir sollten rein. Okay, wir sollen rein. Hatten wir nicht schon? Weiß ich jetzt. Oh, das ist schon wieder. Ganz schön lange her. Gut, wir gehen erstmal, wenn das schon war, dafür kann ich nichts. Ich hab's vergessen. Da müssen wir jetzt mit klarkommen. So, wir müssen also erstmal rein. In unser Anwesen. Und mit irgendwem da bestimmt wieder quatschen. Andere Aufgaben gibt's ja hier nicht. Was ist das denn hier? Komm ich da rein? Nee, schade. Ich dachte, es ist mal hier so. Lass ich mal so schnell rinhuschen. Ey, Onkel, komm. Hör jetzt auf zu. Hör doch mal auf zu spinnen jetzt. Du sollst nur auf dein Hottehü drauf. Mehr nicht. So schwer ist es nicht. Na gut. Da lang. Oh, du, spring doch rüber, du doofes Pferd. Sag mal, wo ist denn hier der Eingang? So groß war das. So groß, ja. Alter, Alter. Wenn ich mich jetzt wieder verlaufe hier. Und wir dann nochmal den ganzen Kreis drehen müssen. Nee, das ist ja dann nicht mehr schön. Hello again, wo ist hier der Eingang? Reite ich, sag mal, reite ich jetzt? Nee, da ist der Eingang. Hoppa. Und tschüss. So, wir gehen natürlich zu Fuß rein, ohne Pferd. Hier sind zwar wenig Leute, aber. Ja, ist glaube ich so besser. Schäfchen des Herrn. Da war der Doc. Ich bin sicher, ich habe, was ihr braucht. Ja, da bin ich mir noch nicht so sicher, weil ich habe noch gar nicht so viel entdeckt, wie ich gerne hätte. Weißt du? Mehr Rüstung und so. Das wäre nämlich voll cool. Gut, dann müssen wir jetzt hier rein. Und dann gleich rechts. So, und hier ist jetzt irgendwer. Der hier was. Ah! Doch, das hatten wir letztens schon mit dem Architekten, aber ist egal. Haben wir uns nochmal mit einem schlau gemacht. So, denn Herr Architekt. Stimmt etwas nicht? Sir Mario heuerte mich an, um mich um alles zu kümmern. Aber ich bin Architekt und kein Zauberer. Ohne Geld kann ich keines dieser Gebäude reparieren. Mhm. Und wenn euch jemand Geld brächte? Dann wären wir im Geschäft. Mhm. Ihr seid sicher Sir Ezio. Hab ich recht? Nee. Onkel, das ist mal ein cleveres Bürschchen. Er ist sehr aufmerksam, wenn er Geld riecht. Wenn ihr diese Stadt aufbauen wollt, brauche ich es. Ich habe hier eine Preisliste für neue Läden und Renovierungen. Bringt mir Gold, trefft eine Wahl und ich fange sofort an. Okay. Wenn ich einen Laden baue, könnt ihr als Besitzer die Ware dort zu niedrigen Preisen erwerben. Investiert ihr mehr Geld in den Laden, wird der Rabatt größer. Die Renovierungen, nun, sie bringen das Leben zurück in die Stadt und in die Villa. Und wie Sir Mario mir erzählte, war das eurem Ur-Urgroßvater sehr wichtig. Außerdem führen neue Läden und Renovierungen dazu, dass mehr Menschen zu Besuch kommen, wodurch euer Einkommen steigt. Wollen wir uns das einmal ansehen? Sag mal, will der mir jetzt das gerade verkaufen? So, und hier können wir denn Kunsthändler, Bank, Schmied, Arzt, Schneider, Bordell. Oh, ein Bordell haben wir auch. Minen, Kirche, Militärkaserne, was? Diebesgilde und Brunnen. Können wir alles hier schön, ne? Alles schöner machen. Da ist die Kirche, da ist der Dings, da ist Diebes. Wieso haben wir eine Diebesgilde? Ist das nicht eigentlich negativ? Das ist der Brunnen. Ich dachte, das ist das da vor meinem Dings. Okay. Kostet 4000. Was wäre denn jetzt am notwendigsten? Der Arzt, oder? Oder der Schmied? Schmied ist mir zu teuer. Wir können mal gucken. Der Kunsthändler. Dann haben wir eine Bank. Das könnten wir auch machen. Schmied können wir nicht machen. Arzt können wir uns leisten. 10% Rabatt. Der Schneider. Können wir uns fast alles leisten.
Bordell könnte man uns leisten, die Minen könnten wir uns auch leisten. Die Minen sind bestimmt das, was ich da vorhin gefunden habe, wa? Die Kirche. Militär? Die Diebesgilde? Warum will. Wä? Die Diebesgilde, ich verstehe jetzt unter dem Wort Diebesgilde alleine schon, dass das ein Treffpunkt von bösen Gesinde ist, was nur Scheiße baut. Oder? Was ist sonst eine Diebesgilde? Schreib's in die Kommentare. Unter Brunnen. Warum kostet ein Brunnen 4000? Was soll man machen? Was wäre notwendig? Ich wäre ja für den Schmied, aber das können wir uns nicht leisten, weil das bringt mir am meisten. Die Bank vielleicht? Ach, hier, machen wir mal die Bank. Soll die Bank Stufe 1 wirklich für 1500 Flori renoviert werden? Na ja, natürlich, sonst würde ich es nicht drücken. Ne? Gut, die Bank ist schon mal auf eine Stufe erhöht. Und wir haben kein Geld mehr. So, Buon okay. viaggio! Aha. Jetzt haben wir gelernt, wie es geht, ne? Wir können hier klicken und dann können wir irgendwas renovieren, was unserer Stadt da so vor sich geht. Und dann kriegen wir halt mehr Geld und sowas. Und werden immer dicker und immer reicher. So, Onkel. Talk with me. Okay, rede mit mir. Ezio, mein Junge, ich glaube, ich sollte dir endlich etwas zeigen. Was denn? Ein Versteck. Ich komme. Wo sind wir hier? Red ruhig mit mir. Frank, wer hat hier das Licht angemacht? Jetzt, ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Dies ist unser Altarraum. Er wurde von meinem Urgroßvater erbaut, um das Angedenken der Assassinen zu ehren und ihre Geheimnisse zu schützen. Sieh dich um. Das sind die Assassinen, die in der Stunde der Not die Freiheit der Menschen schützten. Und das ist die Rüstung von Altair. Wenig ist über Altairs Leben bekannt. Doch seine Rüstung ist leicht und doch stark. Ich würde sie dir geben, aber ich weiß nicht wie. Mein Urgroßvater erzählte mir, dass sie verschlossen bleiben würde, bis all ihre Beschützer wieder komplett wären. Ich hörte Gerüchte über Krypten in ganz Italien. Versteckte Gräber mit Schätzen gefüllt, in denen diese 6 vor Jahrhunderten begraben wurden. Vielleicht hat das was damit zu tun. Als ich jünger war, suchte ich selbst nach den 6. Ohne Erfolg. Vielleicht hast du mehr Glück. Noch mehr zum Suchen, um noch mehr perfekte zum Sammeln. Synchronität mit Ezio zu erreichen, brauchst du diese Rüstung. Ja, supi. Gut, und der Onkel weiß jetzt wirklich nicht, wie man das aufkriegt. Wirklich? Guckt's euch an. Ey, da kommt doch jedes kleine Kind drauf, dass wir diese Symbole da an der Seite suchen müssen und dann da rein und dann wird das aufgemacht und dann. Oder nicht? Da weiß doch nur jeder. So, und das sind alles Vorfahren von mir. Da drüben sind noch mehr. Was haben diese Symbole hier unten zu bedeuten? Achso, da können wir jetzt lesen halt, ne? Gut, kann man sich alles durchlesen zu jeder Person selber einzeln und so. Warte mal, kann ich hier bei dem. Irgendwas machen? Ne, erzählt mir nichts. Schade. Na gut, haben wir das auch erlebt? Vor allem, wer macht hier unten sauber? Ey, hier ist kein Staub, wenn ihr hier lang rennt. Nix. Wer hat hier sauber gemacht die ganze Zeit? Ist ja Wahnsinn. Gut, also habe ich das jetzt richtig verstanden, dass wir diese Rüstung rausholen müssen. Wo muss ich denn jetzt hin?
Das Schwesterchen. Das Orschi. Hier drüben sind auch noch Zimmer. Was das alles ist, das werden wir später noch rauskriegen. Da ich jetzt im Moment nicht so die Lust drauf, das zu erklären, weil wir ja jetzt hier schon nur so ein, zwei Folgen rumhängen und es ist nichts passiert, weißt du? Ich habe immer Angst, dass das zu langweilig ist. Und deswegen versuche ich immer ein bisschen mehr Action reinzukriegen. Da meine Aufrufzahlen ja sowieso nicht so toll sind, will ich es nicht unbedingt noch schlechter machen. Ich habe heute frisch gefangene Egel. Frisch gefangene Egel hat er. Ist ja ekelig. Wo muss ich jetzt hin? Ich dachte, hier steht einer vor dem Tor jetzt wenigstens. Nee, A der Welt. Am A der Welt. Kann ich da nicht irgendwie hinbeamen? Ich will da hinbeamen. Hottehü. Okay, ein weißes. Das weiße ist angespannt. Mist. Hups. Na komm. Hi, hi. Nee, wir reiten hier lang. Hier lang und dann da lang. So. Ab nach Florenz. Wirklich nach Florenz reiten? Natürlich nicht. Ich reite aus Langeweile hier lang. Das nervt mich ein bisschen an dem zweiten Teil, dass sie alles, was man macht, hinterfragen. Das ist ein bisschen nervig. Na du los. Schlaf gar nicht ein, ja. Hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Fette Lauf Galopp. Ah, geht weiter. So, Florenz. Was sollen wir in Florenz? Wir müssen doch eigentlich noch nach Leonardo. Diese Schriften da auswerten, übersetzen und so. 1478. Ich finde das ja extrem cool, wie sich die Stadt immer so ganz leicht langsam aufbaut, ne? Ganz leicht langsam. Ah, wer hier? Wo wir gerade drüber geredet haben, ne? Leonardo. Gibt Arbeit. Ezio, du lebst ja noch. Oh. Sieh sich das einer an. Die letzten zwei Jahre waren gut zu dir. Aber du bist nicht mehr derselbe, was? Ich hoffte, du könntest mir vielleicht mit etwas helfen. Alles für dich, mein Freund. Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Hä, 4. Das ist schwer zu knacken. Sehr klug bei der Nutzung der alten Sprachen. Wenn ich vielleicht... Oh, es scheint sowas wie ein Handbuch verschiedener Assassinentechniken zu sein. Darf ich mal sehen? Warte, was ist das? Dieses Mal ist es kein richtiger Plan, nur eine Serie von Skizzen. Was das wohl zu bedeuten hat? Hoho, natürlich. Und warum nicht? Eine großartige Idee. Kannst du es fertigen, während ich die Sachen aus dem Fragment ausprobiere? Nimm das. Ich lasse meine Assistenten einige Puppen zum Üben aufstellen. Hey, Vincenzo! Tatechniken üben. Ja. Okay. Attentatstechniken. Vorhin, ich will gar nicht meckern. Aber kam dir das jetzt mal so vor wie 2 Jahre? 2 Jahre Zeitunterschied zwischen dem ersten Mal, dass wir bei Leonardo waren und jetzt? Mir nicht. Ah, hier können wir mit Verstecken und sowas können wir üben.
Okay. Ja, dann lass mich schnell machen. Die Folge wird so schon zu lang. Aber ich lasse sie ruhig mal ein bisschen länger werden, weil... Weil das am Anfang nicht so spannend war. So, zack. Können wir jetzt einfach so welche umbringen. Das ist doch cool. Hallo? Na, will ich doch machen. Hier, ich drücke. Der macht nichts. Dann machen wir es halt schnell. Machen wir es so. Blau drücken. Blau ist X. Um ein erfasstes oder nicht erfasstes Ziel zu eliminieren. Ach, Luftattacke. Na, oh, ja, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil, ne? Ja, ja, es ist nicht so einfach. So. Gut, dann müssen wir mal ein bisschen hoch jetzt hier. Hoch hinaus. So, dann war ja er hier oben, ne? Zack, der fliegt gleich mal. Den haben wir auch. Und jetzt machen wir hier die Luftattacke. Das ist cool, dass du wenigstens bloß eine Taste drücken brauchst. Ne? Du brauchst bloß X drücken und dann macht er das dann alleine hier. Da brauchst du jetzt nicht hier irgendwelche Kombinationen oder so. Weißt du? Drückst du bloß X und das war's. Gut, have a more this, ne? Und das wird angezeigt. Ich soll da irgendwie, glaube ich, wieder zu Leonardo. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Also sage ich mal wieder Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Natürlich bewerten nicht vergessen. Und dann bis denne dann.